Der Markt ist schwach und er ist stark. Ja, was denn jetzt nun? Also, der DAX, der ist gar nicht so stark unterwegs, aber wir hatten das ja schon angedeutet, eigentlich in perfekter Manier, nämlich aktuell jetzt hier in dem Pause-Modus, der vielleicht auch noch ein bisschen weitergeht, um dann nochmal einen letzten Schub hier nach oben zu bekommen. Das wäre zumindest mal im klassischen Sinne dann dieses ABC nach oben, um dann diese ABC nach unten dann wieder hinzubekommen. Eigentlich perfekt, also gar nicht so abwegig, das, was wir hier aktuell haben. Der Markt fast wie auf Schienen, könnte man jetzt schon meinen. Aber lasst uns mal auf den amerikanischen Markt gucken. Den finde ich um diese Uhrzeit fast besser als den DAX, der ja schon heute in seinen letzten Zügen eigentlich eher unterwegs ist. Der Dow Jones beispielsweise, gar nicht so schlecht jetzt aktuell wieder. Er hat sich ein bisschen gefangen, nachdem es da noch mal ein bisschen nach unten gegangen ist oder sogar deutlich nach unten gegangen ist. Aber Vorsicht, hier haben wir wieder so ein Bild, was wir in der letzten Zeit häufiger mal angesprochen hatten. Da sieht fünfwellig aus. Ja, das schreit nach mehr. Nein, warum? Weil wir nicht ABC-mäßig, sondern im Moment sehr steil nach oben gegangen sind und nicht etwa so. Also insofern ist das nicht das Bild der Stunde, sondern wohl eher das. Wie kann das sein? Naja, wir sind wohl dann doch hier eher korrektiv, runter, korrektiv, nochmal nach oben. Das Gleiche, was wir immer wieder auch auf dem längeren Bild angeguckt haben. Wenn das die Trendrichtung ist, dann ist das hier doch ziemlich sicher knubbelig und hier nochmal hoch, also ein Dreiweller. Das darf nicht sein. Das hatten wir übrigens übergeordnet mal beim Nasdaq vor kurzem mal thematisiert. Dementsprechend, ich hau mal den Nagel in die Wand, sind wir hier eigentlich, ich habe es jetzt sehr hässlich gezeichnet, aber man sieht das in der Korrektur gewesen, die ist jetzt offensichtlich vorbei und dementsprechend der nächste Schub nochmal nach oben. Wie weit er dann allerdings geht, das werden wir dann sehen. Für mich allerdings gar nicht so unattraktiv, so ein Szenario, wenn der Kurs hier nochmal nach unten ein bisschen wackelig ist, dann eben zu sagen, Moment, 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 der Schub war hoch, wackelnd runter, das würde uns doch wieder genau in diese Überlegungen bringen. Also, noch nicht wirklich Schwäche zu erkennen beim amerikanischen Markt, im Gegenteil eigentlich sogar eher Stärke. Gucken wir auf den S&P, der hat allerdings nicht wirklich ein anderes Bild, das ist fast das Gleiche. Auch hier sehen wir diese klassische Fünffälligkeit, er lädt hier vor Freude noch mal ein paar Daten rein. Dann haben wir hier vorne die Geschichte, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchsprechen, aber hier hinten wieder den nächsten Anstieg und deshalb die Überlegung, das nächste Wackeln hier oder das nächste ABC, wo auch immer das dann genau ist, bietet uns die Möglichkeit, hier wieder die Long-Seite anzusprechen. Das ist Soft Skill, das muss man einfach wissen, das sollte man ungefähr drauf haben, um zu erkennen, okay, in welche Richtung wird da im Moment vorrangig eben geschaut. Beim Nasdaq sieht die Situation ein bisschen anders aus. Das haben wir im Trade des Tages heute allerdings verwurstet, deshalb will ich da gar nicht so intensiv reingehen. Nur einfach der Hinweis, wir sind hier sehr wackelig auf dem Weg nach unten unterwegs, deshalb der Hinweis, wir sind offensichtlich nochmal auf der Long-Seite unterwegs. Wie wir das genau angehen, das lest selber nach. Da habt ihr die konkreten Marken, die Ideen dahinter, auch wie wir im Zeitablauf, wenn es dann in die richtige Richtung läuft, wie wir damit dann umgehen wollen im Wechsel. Also lassen wir uns da mal überraschen, was der Markt uns bringt. So, in diesem Sinne kann man für heute eigentlich nicht wirklich viel mehr sagen. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Zahlen, die Initial Jobless Claims beispielsweise sehen wir jetzt hier weniger stark gestiegen, beziehungsweise sind stärker zurückgegangen als erwartet, so muss man sagen. Und auch die Continuous Claims sind weniger stark gewesen als erwartet. Man hat hier zwar einen Rückgang erwartet oder damit gerechnet, aber es ist sogar noch weniger gewesen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Kein Wunder also, dass im Moment der Markt wieder ein bisschen nach oben geht. Wirklich? Sind jetzt gute Zahlen schlecht oder gut für den Markt? Wenn die Zahlen jetzt gut sind, macht dann die Notenbank wirklich noch die Geldpresse in dem vollen Maße an? Man sieht's, man muss manchmal um die Ecke denken, wie es weitergehen wird, was den Jobmarkt angeht. Das werden wir wohl morgen sehen, denn jetzt schon mal die Ankündigung auf morgen. Da gibt es natürlich nachmittags 14.30 Uhr die Zahlen des Monats, nämlich die Unemployment Rate beziehungsweise die Non-Farm Payrolls. Ich kommentiere es jetzt mal nicht. Das wird Markus Fugmann sicherlich noch mal sehr schön bringen. Und hier nur die Ankündigung morgen 14.30 Uhr, da geht das los. Also in diesem Sinne euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.